Jojo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin hier in Osnabrück und werde einen neuen Burgerladen testen. Iconic heißt der. Die haben gestern Neueröffnung gehabt. Wollt's nicht drauf? Okay, schönen Tag noch. Ja, ich werde hier einen Smashburger testen und ihr wisst, ich liebe Smashburger und Osnabrück hat einfach zu wenig Smashburger hier am Start. Obwohl das so krass ein Hype ist, umso mehr bin ich gespannt auf Iconic. Es könnte nach Sensei Abi natürlich ein zweiter Banger werden. Mal gucken, wir sind gespannt. Ich gehe mal jetzt rein. Guten Morgen. Hi. Hi. Alles klar? Ja, richtig. Ich bin Tommy. Ich hoffe, Tommy? Hast du mir geschrieben, ja. Bist du Inhaber hier oder? Ich führe das Ganze hier. Wow. Wie alt bist du? 20. 20? Krass. Junges Team wahrscheinlich dann auch, ne? Ziemlich junges Team. Ja. Ihr habt ja gestern Eröffnung gehabt, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wie lief's so? Lief sehr gut. Also ich habe die Schlange gesehen, war schon krass. War mehr als erwartet. Also wir haben ja recht spät mit dem Marketing angefangen. Ich bin sehr gespannt. Es gibt ja in Osnabrück nicht so viele Leute, die Smashburger machen. Ich glaube, Sensei, dann wird es auch schon dünn so. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf den Laden hier in Osnabrück, in der Stadt auch noch. Was würdest du denn sagen, welcher ist am beliebtesten? Oder welcher schmeckt am besten? Isst du Bacon? Okay. Aber dann würde ich dir trotzdem einen Iconic Smash empfehlen. Okay. Dann mach den einfachen, also nicht Double, oder ist der doppelt? Wie? Nein, ne? Achso, Single Double steht ja da. Mach mal den als Single. Und den Chili Cheese als Single. Also ich habe den Single bestellt und den Iconic Classic habe ich auch noch bestellt als Single. Ja, und die Pommes sollen auch ganz besonders sein. Und er hat mir eine scharfe Soße empfohlen dazu. Bin sehr gespannt. Wie gesagt, die hatten gestern Neueröffnung. Lief auch sehr, sehr gut. Und jetzt schon 12 Uhr. Die haben gerade aufgemacht. Die Leute kommen auch schon rein. Danke, das ist der Classic jetzt, ne? Ne, das ist der, du wolltest den Chili Cheese haben. Ja, ah ja, klar. Oh, ich hab dann gerade was falsch gesagt. Chili Cheese und den euren Iconic. Das ist so eine spicy Mayonnaise. Okay, nice. Bin gespannt. Die soll scharf sein? Die ist europäisch scharf. Okay, ich hab meinen Chili Cheese als erstes bekommen. Und der Pommes. Erstmal die Pommes mit der scharfen Soße. Leicht scharf nur. Ich habe 2 Minuten Scoville gegessen. Mich schockt nichts mehr. Okay, let's go. Jetzt ist der Burger drin. So muss ein Smashburger sein. Gar nicht so viel Tomaten oder Salat oder sonst was rein. Fleisch, Käse, jetzt bei dem Jalapenos drin. Seht ihr das? Schön außen, wie das so kross gebraten ist. Und es kommt daher, weil man den Burger so smasht. Und ich glaube, die haben hier auch die Soße von der Pommes, von dem Dip. Bei dem Chili Cheese ist auch diese scharfe Soße. Also diese ist, glaube ich, damit drin, die ich auch zu der Pommes habe. Käse. Sehr, sehr geil, also gefällt mir sehr gut. Bei einem Chili Cheese ist da diese Soße drin, ja, ne? Unten oben. Darfst du sagen, was da alles drin ist, oder ist das so eine geheime Soße? Das ist eigentlich nicht so besonders. Das ist, also Mayo wahrscheinlich, Chili auch, ne? Mayo, Chili, Cayennepfeffer, bisschen Paprika, Jalapenos, noch fein gehackte. Damit das ein bisschen sauer ist, dann schmeckst du vielleicht, dass es nicht nur scharf ist, ja, ein bisschen genau. Säuerlich ist. Ja. Habt ihr das selber so abgeschmeckt, oder? Ja.
Alle Soßen. Also, das finde ich immer so beeindruckend, wenn Leute sich trauen, auch was Eigenes zu kreieren. So. Und nicht einfach irgendwas abgepacktes Mayo oder so, so normal Standard-Mayo holen. Finde ich immer geil. Und ich feiere sowas. Und wenn es dann schmeckt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Also mir gefällt der Chili Cheese. Das ist jetzt euer Special. Genau, das ist jetzt der Iconic. Auch mit einer eigenen Soße. Mit der Iconic Soße. Das ist so, den habe ich mir übrig gelassen als 10 Burger, den ich mir selber am liebsten machen würde. Aromatisierte Zwiebeln hast du da, Salat trotzdem noch, Tomate, frische. Ich sehe die Zwiebeln schon, ich freue mich drauf. Und so eine Knoblauch-ähnliche Soße. Bin gespannt. Besten Dank auf jeden Fall. Ich persönlich feiere die Smash-Burger mehr als die normalen Burger, weil es einfach so einfach zum Halten ist, so einfach gemacht. Du hast intensives Fleischgeschmack, geht so locker weg, macht aber auch satt. Ich wollte erst 3 Burger essen, habe Gott sei Dank nur 2 bestellt. Der erste ist weg. Jetzt kommt der Iconic Special Burger mit den karamellisierten. Ich kann so nicht mehr reden, weil ich so Bock habe, da reinzubeißen. Sehr gut. Guckt euch den mal an. Boah, Alter. Der wiegt doch einen halben Kilo. Man will einfach. Essen kann was Schönes sein, oder? Ist gut, oder? Ja. Ja, guten Appetit, ne? Dankeschön. Tschüss. Ja. Danke. Tschüss. Ja. Osnabrück ist gerettet. Ciao. Ja. Diese leichte Knoblauchnote bekomme ich direkt zu spüren. Hier ist eine Knoblauchsoße, eine Special Iconic Soße ist drauf, Tomaten, karamellisierte Zwiebeln. Ich bin ganz ehrlich. Salat so, ne? Bin ich kein Fan von, aber es ist auch für mich was Neues beim Smash Burger. Salat drauf zu haben? Genau. Halt alternativ, weißt du? Wir haben so. Das passt aber mit der Knoblauchsoße, die du gesagt hast. Deswegen finde ich das nicht schlimm. Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht verraten, was das für eine Special-Soße ist, oder? Kann ich nicht. Also Knoblauch. Okay, ja, alles gut. Karamellisierte Zwiebeln machen so viel aus, ne? Richtig. Wenn das Fleisch auch noch perfekt gewürzt ist dazu. Deswegen habe ich dir auch gesagt, wenn du den Bacon nicht magst, das ist der einzige Burger, den wir mit karamellisierten Zwiebeln haben. Mm. Sehr, sehr geil. Also top. Heute Morgen wieder Fleisch kochen. Das holen wir ja auch 3-mal die Woche. Jedes Mal frisch. Mm. Also da wird nichts eingefroren, kein TK-Ware. Also uns wichtig, dass wir hier. Achso, ihr holt das frisch und verarbeitet das dann direkt? Genau. Fast jeden zweiten Tag. Mhm. Gehacktes hier haben wir extra mit dem Metzger abgesprochen, welche Teile wir haben wollen. Mixt das uns dann so auch mit unserem Fettanteil, den wir wollen. Ja. Und dann müssen wir das jeden Tag morgens portionieren, 100 Gramm Fett. Also, das schmeckt's ja. Und weißt du, warum ich das so feiere, dass ich immer aufnehme? Weil ich viel Background erfahre, die ganzen Restaurants, die ich teste. Ne? Das ist immer so ein Unterschied, wenn du privat essen gehst. Ja. Und wenn du jetzt weißt, dass ihr euren extra Fettanteil auch noch angeben müsst. Ja. Das finde ich immer so für mich persönlich sehr interessant. Und bei einem Smashburger ist der Fettanteil sogar. Ich finde das Wichtigste. Wenn du gutes Fleisch hast und das Fett nicht stimmt, dann schmeckt er, also dann schmeckst du das Fleisch nicht aus, weil dein Fett direkt trocknet. Deswegen ist Fettanteil wirklich Priorität Nummer 1. Und das sind der Martinsmanns. Mhm. Kennst du die? Nee. Kennst du Golden's? Ja. Haben die selben? Die benutzen Kartoffelbrötchen. Ja. Also die sind sehr schwer zu kriegen. Und Martins Buns? Martins Potato Buns, das sind Kartoffelbrötchen aus Amerika. Ich denke mir so, warum ist das so weich und so fluffig? Ja. Jetzt mal ergibt das einen Sinn. Kartoffelbuns, habe ich noch nie gegessen. Und Goldies ist einer der bekanntesten Burgerläden, vor allem in Berlin. Die machen auch so starke Burger. Die ganzen großen YouTuber sagen, es ist Nummer 1 von Deutschland. Martins Buns, Potato Rolls. Ich glaube, wir sind jetzt die Einzigen in Niedersachsen, die das machen. In den Großstädten kommt das ja. Also ist der aus Berlin oder nicht Goldies? Goldies aus Berlin, genau. Hamburg hat die jetzt auch neuerdings bekommen, bei Burger Bushel. Ist sie nicht schwer zu bekommen oder sind die teuer oder warum macht das nicht jeder? Die sind teuer und schwer zu bekommen. Okay. Also die kriegst du nicht in Russland, die musst du richtig bei den Lieferanten bestellen. Und das kostet dann natürlich, ne? Einzufinden ist schwer. Tommy, besten Dank nochmal, ne? Danke. Die Burger waren schon geil. Meine Bewertung gibt es dann im Studio ab. Ihr seid echt, also ihr habt hier was Gutes aufgebaut und ich hoffe weiterhin viel Glück und so, ne? Das war nicht ernst und war nicht das letzte Mal hier. Super.
Jungs, danke mal für eure Meinung. Ciao. Iconic Burger, das ist es einfach. Ich glaube, Osnabrück ist gerettet zum zweiten Mal. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fahre jetzt ins Studio, nimm da meine Bewertung auf. Hier ist halt viel los, Samstag, Innenstadt, Osnabrück. Bisschen laut und deswegen wäre es ein bisschen Quatsch. Kommen wir nun zu der Bewertung. Ich habe Iconic in Osnabrück getestet. Die Jungs haben wirklich gezaubert. Die bieten das Smashburger an. Auch nicht so viel auf der Karte, finde ich gar nicht so schlimm. Das waren, glaube ich, 5-6 Burger, die du da zur Auswahl hattest. Chicken Burger kommt wohl auch noch nächste Woche dazu. Ich brauche keine 30 Gerichte und davon macht man nur 2 gut. Sondern pack lieber wenig auf die Karte und mach alle gut. Und das machen die Jungs. Ich habe jetzt den Chili Cheeseburger bestellt und den Iconic Special, also quasi so ein hausgemachter, kreierter Burger. Das finde ich immer persönlich sehr interessant und ich bestelle die dann auch. Ja, der Chili Cheeseburger, also generell zu dem Burger von dem Außen her, sieht schon sehr, sehr appetitlich aus. Wie das Fleisch ungefähr doppelt so groß wie das Brot ist. Einfach köstlich und diese Kruste von dem Fleisch war auch perfekt. Also das Aussehen hat schon gestimmt. Und der Chili Cheeseburger zum Beispiel, der hatte auch nicht so viel Belag drauf. Muss auch nicht. Brot, Fleisch, Käse, nochmal eine Soße, Special Soße, ein paar Jalapenos. Fertig. Tutti frutti. Das Fleisch war schön gewürzt, hatte einen deftigen Geschmack, war schön bissfest, außen schön kross gesmashed. Das war so in der Mitte so ein bisschen weich und dann außen hast du halt diese Kruste, was mir besonders gut gefällt und was auch einen guten Smashburger ausmacht. Brot auch wirklich. Ich habe erst bei dem ersten Bissen dachte ich erst so, hey, das ist wie weich das ist und fluffig. Das wird auch nicht zusätzlich getoastet, sondern wirklich, das sind diese Martins Buns, hat er mir gesagt. Das ist was, eine bekannte Kette Goldies aus Berlin. Die benutzen diese Buns und das sind solche Kartoffelbuns. Und die sind wirklich sehr schwer zu bekommen, hat er gesagt. Natürlich auch etwas kostspieliger, aber dafür schmeckt es. Und da merkt man, die machen sich Gedanken, wie könnte der Smashburger am besten schmecken. Als Osnabrücker muss ich sagen, dass Osnabrück sehr langweilig ist, was an Essen betrifft. Ich bin jetzt viel rumgereist, ich war in Berlin, in Köln, Düsseldorf, also bin gut rumgekommen, in Saarbrücken war ich, in Dortmund, hab überall was gegessen und du hast überall wirklich außergewöhnliche Foodspots, muss ich sagen. Bei Osnabrück ist das halt noch ein bisschen zu langweilig, finde ich. Aber jetzt halt mit Sensei Burrito, mit Iconic, Kulti Kebab jetzt natürlich auch. Da kommt frische Brise hier in die Stadt jetzt rein, ne? Also so langsam baut es das auf. Für mich, für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam. Hier geht auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Iconic, den Laden empfehle ich zu 100%. Da kann man auf jeden Fall essen gehen. Das war's mit dem Video. Lasst noch ein Like da, Leute. Daumen hoch da lassen. Und kostenlos ein Abo da lassen. Mir ist aufgefallen, dass immer noch knapp über 80% der Nutzer noch keine Abonnenten von meinem Kanal sind. Passiert mir manchmal auch, dass ich sowas vergesse. Deswegen lasst an der Stelle ein Abo da, kostenlos. Wir haben es fast zu der YouTube-Partnerschaft geschafft. Das pusht noch ein bisschen. Und ja, hier gibt es reichlich Content. Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag liefere ich ab. Hier wird es nie langweilig. Und jetzt kommt noch ein Song von Blockbars. Iso hat wieder 16 Bars geschrieben. Das ist so ein neues Projekt zwischen uns. Ich teste das Essen, schicke Iso dann am Anschluss ein paar Wörter zu, ein paar Stichpunkte zu dem Essen und zu dem Laden. Er bastelt daraus 16 Bars, also ein Song. Und den spielen wir dann in meinem Outro ab. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Kuss geht raus. Yeah. Blockbars. Iconic Burger, erster Test in Osnabrück. Yes. Neu eröffnet, an dieser Stelle viel Glück. Ob der Name Programm ist, das zeigt sich noch. Und wer der Lehrling ist und wer der Meisterkoch. Optisch sind die Burger majestätisch. In dieser Stadt kommt das gut an, da es eine Rarität ist. Wie Tetris stapeln sich die Burger hinter der Theke. Diskutier nicht, was gibt's da denn noch zu reden? Burgerbrote, Martins Buns, schwer zu bekommen. Doch ihnen gab man diese eine letzte Chance. Hier werden Burgerträume wahr. Cool Dreams, let's smash, Respekt an das junge Team. Ich sag das Motto, let's make Burger great again. Zieh zusammen an einem Strang, God's Plan. Jeder von euch ist achtsam und fleißig. Osnabrück, Hasestraße 38. Yeah.